Namaste, guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, an Vorstellungen, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und loslassen. Und halten, 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 halten und loslassen. Und halten, 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 halten und loslassen. Zur weiteren Unterstützung und Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel rechts ausatmen. Noch ein Durchgang rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen und rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance. Du wirst ruhiger und ausgeglichener. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen.
Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, untrennbar, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir als du. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Beobachte und fühle, wie du nach jedem Ausatmen geistig ruhiger und körperlich entspannter wirst.
Lass bei jedem Ausatmen das Gefühl zu, dass hier und jetzt alles in Ordnung ist. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Ham. So. Ham. So. Hum. Wenn Gedanken, Emotionen oder Bilder auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung. Lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So.
Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus in die Ferne, ohne irgendetwas zu fokussieren. Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Ham. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser friedvollen, ruhigen Stimmung, in dieser Stille. Bleibe aufmerksam und konzentriert. Beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stell dir die mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde vor. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen. Stell dir alle fühlenden Wesen und Lebensformen vor. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie gesund, glücklich, zufrieden, zuversichtlich, optimistisch und konstruktiv, freundlich und friedvoll, erwacht zu ihrer wahren Natur. Lächle ihnen zu und habe Mitgefühl, sei freundlich, sei friedvoll, sei gelassen, sei dankbar. Sieh dich selbst gesund, zuversichtlich, zufrieden, selbstbewusst, optimistisch und konstruktiv, freundlich und friedvoll, erwacht zu deiner wahren Natur. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar für diese transformative Zeit, für die Erkenntnis und Akzeptanz, dass in dieser materiellen Welt alles in permanenter Veränderung ist. Nichts von Bestand. Lass uns gemeinsam einmal Om singen. Komm am Schluss dieser Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt.
und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Atmosphäre verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch 7 Lektionen im bewussten Leben über das erste Yama Ahimsa. Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit, Nichtverletzen und Unschädlichkeit. In Patanjalis Yoga Sutras wird Ahimsa folgendermaßen beschrieben. In der Gegenwart eines Menschen, dessen Gedanken und Handlungen vollkommen unschädlich sind, werden alle lebenden Wesen friedvoll, nicht verletzend und gewaltlos. Roy Jean Davis schreibt in seinem Kommentar hierzu: Wenn wir vollkommen in der Gewaltlosigkeit Ahimsa verankert sind, sind unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen vollkommen konstruktiv. Die Friedlichkeit, die wir in die mentale Atmosphäre ausstrahlen, beruhigt den Geist und die Emotionen der Menschen und alle Formen fühlenden Lebens. Das erste Yama, Ahimsa, Gewaltlosigkeit, nicht verletzen. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden, friedvoll und gesund sein. Ja, ich wünsche dir einen tollen Wochenstart in dem Bewusstsein von Ahimsa, Gewaltlosigkeit, nicht verletzen, in Worten, Gedanken und Taten, von anderen, der Umwelt und sich selbst. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste. Namaste.